So, Kai kann ruhig verletzt werden. Also getötet werden nicht, aber verletzt werden wäre nicht so tragisch. Oh, the stink of evil. This place is tainted by dark magic. I can almost Du meine Güte, was ist das für Wesen? Okay. Also hier haben wir einmal einen Schildbrecher, einen Tiermenschen und noch einen Schlechter. Okay, Kettenblitz geht wahrscheinlich nicht, ne? Dafür stehen sie zwei auseinander. Ja, dafür stehen sie zwei auseinander. Wir könnten einen Donnerschlag setzen auf den Schildbrecher. Es geht aber vielleicht auch ein Donnerschlag auf diesen Tiermenschen. Ich muss mal gucken. Weil da können wir einen Donnerschlag nicht mehr setzen. Nee, das geht nicht. Wir können einen Schildansturm machen. Ich glaube, das ist das Beste. Wir machen hier mal einen Schildansturm. Wir greifen einfach mal kräftig an. So, Mordred kann immer noch einen Donnerschlag machen. Jetzt geht's auf einmal. Sehr gut. Dann Donnerschlag auf diesen Tiermenschen bitte. Pelias, du gehst dorthin. Und greifst dann einfach an. Die Lady kann sich erstmal Deckung suchen eigentlich. Das wird am besten sein. Hier die Deckung. Und dann einen gezielten Schuss einsetzen. Perfekt. Und Sir Kai kommt auch dorthin und kann dann, glaube ich, den Todesschlag machen. Pam. Das ist doch ordentlich gewesen. Jetzt wird er sich wahrscheinlich hier gegen uns wenden. Schlachten oder sowas. Nee, geht nicht. Okay. Aber er hat irgendwie... Er ist vergiftet worden. Irgendjemand muss hier so einen passiven Effekt haben, dass er vergiftet wird, wenn er... Kettenblitz geht jetzt, glaube ich, schon. So, es geht die zwei. Okay. Dann ist Mordred durch. Pelias könnte Hektik machen, das bringt uns aber nicht viel. Der macht einfach einen Schlag. Und noch einen. Und noch einen. Und du kannst einen Wuchtschlag machen. Oh ja, dann wäre er auf 0. Das ist doch angenehm. Pam. Und dann kannst du hier stehen bleiben und eine Wacht machen. Das ist doch sehr schön. Die Lady kann den anzünden. Den Tiermenschen. Und ihn noch vergiften. Dann könnte sie noch wegrennen, aber ich glaube, sie steht ganz gut. So, der wird jetzt nach vorne mal stehen. Der hat keine Rüstung mehr oder kaum noch Rüstung. Oh, das war fies. Das war ziemlich fies. Das war ziemlich fies gegen Sir Kai. Was hat er denn jetzt bekommen? Jeder erlittene Schaden wird um 9% erhöht. Das ist echt nicht gut. Dann kannst du meinen Heiltrank nehmen. Aber, pass mal auf, dafür können wir jetzt hier einen Schildansturm machen. Und einen Knochenring. Dann haben wir nämlich die Tiermenschen auch gleich. Du bleibst hier stehen. Die Frage ist, in welche Richtung Sir Mordred geht. Und ich glaube, wir machen mal den Donnerschlag hier bei dem Schlechter, damit er nichts machen kann. Und gehen dann hier hoch. Und Sir Kai geht hier hoch und macht einen Todesschlag. Perfekt. Dann haben wir nämlich den auch erledigt. Du gehst dorthin und schießt ganz normal. Alles andere hat noch einen Cooldown. Sehr gut. Okay, der ist bei 178. Hat, glaube ich, keine Rüstung, so wie das ausschaut. Gut, kannst du von hier aus einen Schildansturm machen? Ja. Perfekt. Und dann machen wir nochmal einen ganz normalen Schlag. Pelias kann auch hierher kommen. Sehr schön. Kann eine Wacht machen, auch um Mortal zu schützen. Und Kai, du bleibst einfach mal hier zurück, weil du keine Rüstung mehr hast. Vielleicht hier hin. Okay. Die Lady geht dorthin und macht einen gezielten Schuss. Geht leider nicht. Geht leider nicht, weil sie... Doch, da würde es gehen. Okay, dann machst du da den gezielten Schuss. Der gezielte Schuss ist aber besser, wenn wir noch mehr AP haben, weil pro AP bekommen wir ja was. Deswegen mache ich lieber mal einen Giftpfeil. Das bringt uns mehr. So, da kommt die Wacht, der Wachtangriff. Pelias blockt. Dann hätten wir hier nochmal den Donnerschlag. Der ist gar nicht schlecht, machen wir den. Und Pelias, du machst ganz normale Angriffe.
Das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ja, das war's. Sehr schön. Die Fomoria. Only a few have the power to reshape the land of Avalon. Like molding stones into a statue. Arthur was one of them. The once and future king came here with the gift, but he was never able to use it for good. Tja. Die Statue von König Artus. Können wir die irgendwie mitnehmen oder so? Ja, die Frage ist, gehen wir jetzt zurück zum Lagerfeuer. Bevor wir zu den Druiden hier gehen. Und ich würde sagen, ja, es lohnt sich zwar immer noch nicht so, aber zumindest um Sakai ein bisschen Unterstützung zu geben, werde ich das jetzt mal machen. Die anderen haben auch ein bisschen Rüstung verloren, also können wir das schon mal machen. A brief respite for a prayer. So, und jetzt geht's zum Druiden. Hier müsste er sein. Ah, schaut mal. Gibt's auch ein Schrein. In the name of all the gods, help me. Und eine Truhe. The knights of Camelot. The gods must have sent you. In der Tat, das ist eindeutig ein göttliches Eingreifen. Das bezweifle ich. Wir sind allein gekommen. Wir möchten euch einige Fragen stellen. Ja klar, die Götter haben uns geschickt, natürlich. So. Oh, was ist denn das für ein lustiges Wesen? Ja klar, machen wir das. Das hier ist ein Verderbniskeiler. Und nochmal ein schlechter. Okay, dann starten wir doch gleich mal hier mit einem schönen Blitz. Verderbniskeiler hat ziemlich viele Punkte. Mordred, du könntest eine Wacht machen, aber ich glaube, ein Brandmarken wäre auch nicht schlecht. Die Frage ist, auf was? Auf den Verderbniskeiler vielleicht? Und dann kannst du noch einen Schildansturm machen. Sehr schön. Gut, Pelias hat ja die Möglichkeit, einen Knochenring zu machen. Wenn wir hier hingingen, würde das die alle treffen. Machen wir das doch mal. Ah, Mist, er hat nicht mehr genug Power. Ich habe genug Bewegungs... Power. Machen wir hier so diesen Angriff. Ach doch, jetzt geht's. Jetzt geht's, aber jetzt stehen wir nicht perfekt, aber ist egal. Wir stehen nicht perfekt, aber immerhin ein bisschen. So, dann zur Kai. Damit wir nicht ganz so stark in den Fokus geraten, mache ich mal hier. Man kann hier einen normalen Angriff machen, das ist aber nicht so gut. Ein Wuchtangriff. Abklingzeit 3 Züge, Todesschlag, Abklingzeit 2 Züge. Dann mache ich den Todesschlag und bleib dann erstmal noch ein Stück zurück. So, die Lady sollte sich eigentlich in Deckung begeben, da kann sie besser schießen. Und jetzt ist die Frage, zieht der Schuss, Giftpfeil? Ich glaube, wir werden erstmal den Verderbniskeiler hier aufs Korn nehmen, oder? Gut. So, der greift hier an, Pelias. Der wird einen Fernkampf machen. Axtwurf. Oh, natürlich auf ihn. War ja klar. War ja klar. Den Schwächsten im Glied, ne? So, und da kam ein niederschmetternder Angriff von dem Keiler. So, Pelias kann Hektik verbreiten. Und das wollen wir natürlich auch. Jetzt ist die Frage, nehmen wir erstmal den Revag raus? Ja, nehmen wir erstmal raus. Und dann nochmal den Knochenring. Sehr gut. Du kannst hier hingehen und einen Wuchtangriff gegen den Keiler machen und dann leider nichts mehr. Schade. Okay. Und Mordred. Eins nach vorne und Angriff. Keiler ist bei 144 und er ist betäubt. Das ist doch angenehm. Und jetzt können wir hier den gezielten Schuss machen. Theoretisch noch einen Spurt, aber das brauchen wir nicht. So, der kommt von hinten. War ja klar. Kommt ein betäubender Axtwurf. Und ein Niederschmettern auf. Wer war das? Das war, glaube ich, Sir Kai, ne? Ja, das ist Sir Kai.
Sakai wird hier drangsaliert. Gut, Pelias, vielleicht kriegt Pelias das auch alleine hin, den Keiler hier zu töten. Ich glaube ja. Dann können wir uns nämlich den, ja, dann können wir uns nämlich den Donnerkeil für jemand anderen aufsparen, nämlich für den hier. Dann kannst du nach vorne gehen. Und die Lady ist die Frage, sollen wir dem hier eins aufbrennen? Ich glaube ja. Vergiften wir noch. Und das war es leider schon. Okay, Sir Kai kann gar nichts machen. Oh Gott, das wäre der Arme. Na gut. So, der wird wahrscheinlich Sir Kai jetzt anrennen, oder? Der stirbt in der nächsten Runde. Ja, dann stell dich mal da hinten hin und sterbe. Oh, er hat sich geheilt. Na, das ist schlecht. Das ist schlecht. So, Mordred. Schild an Sturm. Ja, machen wir. Dafür aber erst noch ein Feld laufen. Gut. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Brandmarken zu setzen. Oder einfach zuzuschlagen. Ich glaube, ich schlage lieber einfach zu. Und jetzt doch vielleicht noch einen Brandmarken, den ich vorher noch machen soll. Gut, Pelias. Den Keiler brauchen wir uns jetzt hier nicht kümmern. Pelias geht hier und kann vielleicht auch einen Schildansturm machen. Ja, keiner. Das ist fantastisch. Wenn du hier hochgehst, Pelias, kannst du den Knochenring setzen. Und Kai ist die Frage. Ich glaube, Kai geht auch dort hoch. Und die Lady kümmert sich hier um den Warg. Zwei Schüsse müssten reichen und dann den Rest wird das Gift machen. Ah, okay. Oder so. Dann haben wir den auch erledigt und jetzt haben wir hier noch den Gegner und den kriegen wir auch hin. 130 Punkte hat er noch. Mordred blockt. Pelias blockt. Wir könnten nochmal einen Donnerschlag machen, das finde ich ganz gut. Pelias, wie gesagt, geht mal dorthin und macht den Knochenring. Und schlägt dann zu. Schlägt nochmal zu. Und das war's. Fantastisch. So, mein lieber Druide, was ist jetzt los? But I don't know much. I'll try to answer your questions, though. Was macht ihr hier? Ich habe gehört, ihr seid dem Ritter begegnet, der diese Bestien befehligt. Ich nehme mal das zweite. Yes, I saw him. This horror began with the statue and the mysterious knight who appeared there. He called the beasts and the Picts there. Erzählt mir mehr über die Statue. It was an ordinary standing stone where I used to pray every day. One morning, I saw that a strange statue had replaced it. Das ist wirklich merkwürdig. It was transformed. Okay, eine Statue von Artus ist es, ja? Der Ritter hat die Bestien gerufen. Wie? He started chanting in a strange language, and the fog rose around him, dark and dense. The beasts walked out of the mists, like it was a gate. Wisst ihr, woher diese Monster kommen? You'll think me mad. I am afraid that they are the ancients of Avalon, who were banished to the void. The servants of the dark god Balor. Lomorians. Das ist spannend. Okay, gehorchen die Pikten diesem Ritter? They serve and worship him as if he were a demigod. They call him the Harbinger. Und er ist ein Halbgott? I am afraid he is. The Harbinger of the Dark God. The return of true darkness to Avalon. I am worried. Wo ist dieser Ritter jetzt? I saw him walking out of the statue. But he must have left these woods by now. The Picts were talking about a gathering where that knight would open up the passage for their dark god. Wo findet diese Versammlung statt? I don't know. I need to ask around. Talk to the other druids. I'll send you a message okay. As soon as I know more. Okay, also hier werden wir das nicht mehr klären können, diese Mission offensichtlich. Wie sieht dieser Ritter aus? He is terrible and majestic. His helmet is shaped like a crown. His face is half man, half beast. Look at the statue. That's him. Aber dieser Ritter ist König Artus, wir müssen ihn aufhalten. May the gods guard your steps. I'd rather return to my cave until the beasts are gone. Okay. Das war's schon. Ja, das war's. Wir können die Mission beenden. Okay.
Na gut, dann schauen wir mal, was dieser Schrein hier für uns hat. Beschützung. Sir Kai natürlich. Sir Kai ist jetzt, hat jetzt mehr Rüstung, okay. Is it worth dying for? Ah, eine sehr gute Reliquie. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal nach dem, ein Buch auch, sehr gut. Nach diesem Bruder, der noch vermisst wird. Ist hier eigentlich bei dieser Statue noch irgendwas? Liegt da noch irgendwas? Also diese Mission war wesentlich weniger schwer als diese Mission gegen den gegen die wilde Jagd, die wir vorher, also beim letzten Mal nicht geschafft haben. Merkwürdig. Aber die werden wir jetzt angehen müssen. Die Mission gegen die wilde Jagd. Stellen Sie sich alle schön auf. So, die bekommen dann auch Verwundbarkeit, was sehr schön ist. Dann können wir noch einen Schildansturm gegen den hier machen. Und dann tatsächlich noch eine Verwundbarkeit gegen den hier. Hier kann natürlich Pelias wunderbar seinen Knochenring einsetzen. Hier. Theoretisch. Gehen wir eins vor. Na gut. Ah, wir müssten eins nach vorgehen, aber da kriegen wir einen Passierschlag. Das ist schlecht. Dann machen wir eine Hektik nur gegen die zwei. Und jetzt der Knochenring. Ja, der wird jetzt aber auch Mortal treffen. Ach, blöd. Na gut, dann machen wir den Schutz. Dann die Lady schießt auf... auf den. Ja, sie kann sich nicht wirklich zurückziehen. Dann schießt sie mal auf den hier. Kann jetzt einen Spurt machen. Aber hier gibt es keine Deckung, ne? Hier gibt es nirgends Deckung. Dann machst du den Spurt einfach nach da hinten. Sir Kai könnte hier hingehen. Wäre ein bisschen geschützt gegen den da. Ist gar nicht so schlecht. Kann er einen Todesschlag machen. Auf den hier. Okay, dann haben wir den schon mal los. Ein Gegner weniger. Ja, so Kai könnte jetzt wirklich ein Problem kriegen. Ach, die kommen auch alle zu ihm. Wie fies. Okay, mit Mortal müssen wir weggehen, damit er den Knochenring machen kann. Ne, dann wäre aber Kai auch betroffen. Und da kommt er jetzt auch gegen Sir Kai wahrscheinlich. Na, von hinten auch noch. Er liegt am Boden. Das war schlecht. Das war schlecht. Da müssen wir hier auf jeden Fall den Donnerschlag setzen. Du kannst spalten. Achso, er hätte wahrscheinlich was trinken sollen. Na egal. So schlimm ist es nicht. Hektik. Zack, zack. Zack. Sehr gut. Ja, den Knochen, können wir den Knochenring einsetzen? Da würden wir die Wagen alle töten, aber es würden auch bei uns... Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich setze einfach mal einen normalen Schlag ein. Das sollte auch gehen. Ach, du kannst nichts mehr machen. Du kannst auch nichts mehr machen. Okay, wir haben noch drei Wagen und den Verderbniskeiler hier stehen. Aber die Lady ist ja noch dran. Die Lady ist ja noch dran. Das heißt, sie kann hierher gehen. Und könnte diesen Wag wahrscheinlich... Ach, leider nicht ganz. Okay. Leider nicht ganz. Aber ich denke mal, das passt schon. Kommt drauf an, was der jetzt macht. Ich hoffe gar nichts. Der stirbt. Der ist auch gestorben. Sehr gut. Und der macht Geheul. Okay, der macht auch Geheul. Dann werden wir hier mal den versuchen. Nicht spalten. Ich wollte gerne Schildansturm machen, das geht aber nicht. Ja, dann gehen wir halt hierher und schlagen zu. Und machen dann Genesung. So. Spalten auf beide. Zack, das ist doch super. Und dann den Todesschlag oder den Wuchtschlag. Was bringt mehr? 258. 267, also den Todesschlag. Und dann bitte noch einen Trank trinken.
Und Pelias, du gehst einfach dorthin und machst Schlag. Und dann können wir den Schutz noch machen, ne? Der kostet 2 AP. Okay, also nochmal ein Schlag. Und jetzt den Schutz. Dann bekommen nämlich die anderen auch Hilfsrüstung.